Hi. Heute gibt es mal ein Video auf Deutsch zum Thema Annehmen, Loslassen und Erfahrungen. Wie ihr alle sicherlich wisst, gibt es eine Menge Ratgeber, ja, wie man mit Kummer und Schmerz und Sorgen umgeht. Ich habe mich mal wirklich ausführlich damit auseinandergesetzt und komme immer mehr zu dem Entschluss, dass dieses ganze Thema, ja, das musst du annehmen, das musst du loslassen, Bullshit ist. Jetzt fragt ihr euch, huhu, Alfredo, da lässt du was vom Stapel. Ja, lasse ich auch. Aber wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar habe ich mal so festgestellt, wenn man sich und sein Leben betrachtet, von klein auf bis zum jetzigen Augenblick, erfährt man eine gewaltige Menge. Also zusammengefasst kann man sagen, man ist doch alles das, was man erfahren hat. Man ist also die Summe seiner gesamten Erfahrungen, die man gemacht hat. Gute sowie schlechte. Ja, dann kommen halt Augenblicke, wo Ängste, Sorgen und all so Sachen halt irgendwo einen plagen. Die nehmen Überhand in den Gedanken und das manifestiert sich bei manchen Menschen in Depressionen, in Niedergeschlagensein, in Scheißzeiten. Dann schlägt man Bücher auf, hört im Internet viele Sachen, liest auf Instagram, Social Media und Co. Immer dieses, ja, du musst es loslassen. Ja, du musst das und das annehmen. Jetzt sage ich euch mal eins. Ich für mich habe festgestellt, ich kann weder irgendwas annehmen, was ich je erfahren habe, geschweige denn, kann ich irgendwas loslassen, was ich je erfahren habe? Wie soll das funktionieren? Ist immer so einfach gesagt. Ja, lass einfach los, löse dich von dem Gedanken an deine alte Ehe und all was weiß ich auch immer, was bei den Leuten so im Kopf rumschwirrt. Kann nicht funktionieren. Man kann nichts loslassen, was man erfahren hat. Geht nicht. Unmachbar. Ist zwar netter Ansatz, diese Dinge zu betrachten. Genauso gut kann man die auch nicht annehmen. Man kann einfach nichts annehmen, was schon geschehen ist. Weil die Erfahrung hat man gemacht. Schlechte Ehe, schlechte Freundschaft. Ein schlimmes Ereignis. Alles sind Erfahrungen. Und alles bleiben Erfahrungen. Die kannst du dir nicht wegnehmen. Die kann dir auch kein anderer mehr wegnehmen. Das geht einfach nicht. Ja, Alfredo, aber wie sollen wir denn dann damit umgehen? Gute Frage. Ja, was ich für mich festgestellt habe, ist akzeptieren. Ja, Alfredo, du machst es dir einfach, ne? Akzeptieren ist doch fast dasselbe wie annehmen. Nein. Ich kann nichts annehmen, was schon geschehen ist. Ich kann es akzeptieren. Ich muss versuchen, es zu akzeptieren. Denn den Kampf in den Gedanken, den wird man zu 95% verlieren. Den kannst du nicht gewinnen. Wenn man sich damit auseinandersetzt und Mittel und Wege findet, das Ganze zu akzeptieren, weil man ja die Summe seiner Erfahrungen ist, ist das für mich der bestmögliche Ansatz, um gewisse Dinge zu heilen und auch zu akzeptieren. Nur durch die Akzeptanz kann es eigentlich einem ermöglicht werden, damit umzugehen. Denn dann kämpfe ich nicht mehr dagegen an. Denn diesen Kampf
gewinnt man im seltensten Falle, weil einen diese Sorgen, Gedanken ja ständig plagen. Ja? Und da spielt alles eine große Rolle. So diese ganzen Sachen wie, ja, die bessere Version seiner selbst werden und alle Gefühle gehen vorbei. Ja, natürlich gehen Gefühle vorbei. Aber wenn sie mal wiederkommen, nützt das nicht viel, weil wenn der Intervall von Wegsein und Wiederkommen, Wegsein und Wiederkommen immer enger wird, dann ist der Kopf die ganze Zeit beschäftigt und hat wenig Platz für die schönen Dinge des Lebens. Da wollen wir alle hin. Nun ist das Leben aber nun mal nicht immer schön. Auch das muss man akzeptieren. Es gibt Tage, da wirst du wach und du bist irgendwie scheiße drauf. Jetzt kannst du viel Kraft verschwenden, diesen Tag, der sich dann weiterhin zieht und nicht besonders toll ist, mit viel Energie zu einem schönen Tag zu machen. Macht nicht so viel Sinn. Man kann auch einfach mal Tage abhaken. Dann war es einfach ein Scheißtag. Und auch das ist nicht schlimm. Kann nicht immer alles schön sein. Das funktioniert so auch nicht. Und wenn wir dann mal noch mal ein bisschen genauer hingucken, wenn wirklich dann, sag ich mal, die Sachen losgehen im Kopf, Probleme, Sorgen und sich ständig immer alles dreht, reagiert irgendwann auch der Körper. Der Körper schaltet sich ein und verursacht Angst. Angst ist aber ein hässliches Gefühl und Angst möchte man nicht haben. Ich sitze draußen im Garten und ab und zu mal laufen mal Nachbarn vorbei und dann mache ich mal los und so. Angst möchte man ja nicht haben. Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Wobei Angst natürlich, wie wir alle wissen, lebenswichtig ist, denn heute gibt es hier keine Löwen und, sage ich mal, im Normalfall keine so super gefährliche Situation, dass die Angst natürlich ein wertvolles ist, weil das startet Prozesse im Körper, mobilisiert Hormone und alle anderen Sachen, damit man sich dieser Gefahrensituation entziehen kann. Dann ist Angst okay. Aber wenn sich diese Angst anschleicht oder einschleicht, wenn nicht wirklich was da ist, sondern nur durch Gedankenmuster erzeugt wird, dann wird es hässlich. Dann hat man immer weniger Platz für vernünftige, gesunde Gedanken, kann nur noch schlechten, klaren Gedanken fassen und ist komplett von seiner Angst umzingelt. Und das hilft natürlich keinem weiter. Und schon mal gar nicht der Person, die davon betroffen ist. Dort gilt es dann wirklich sehr, sehr aufmerksam zu sein. Ist natürlich schwer, weil die Angst umzingelt einen. Wie gesagt, man kann nur noch schlecht Gedanken fassen. Aber man muss wirklich genau wachsam und aufmerksam hinschauen, was das verursacht. Meinetwegen was aus der Vergangenheit. Dann hat man vielleicht Angst, alleine zu sein. Oh, später könnte ich alleine sein, mein Leben. Und oh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann. Wenn man die Auslöser dafür findet, wenn man vielleicht in der Kindheit öfter allein gelassen wurde von den Eltern oder im Stich gelassen wurde, dann sind das hässliche Situationen. Und ich habe oftmals festgestellt, nicht nur bei mir, auch mit Bekannten, wenn man darüber redet, dass oftmals drunterliegend ein Gefühl von Verzweiflung und Wut herrscht. Nun erlauben sich wenige Menschen genau in diesen Situationen diesem anderen Gefühl Platz zu schaffen, sprich zum Beispiel der Wut. Wenn man der Wut jetzt Platz und Raum lässt, sich zu entfalten, indem man vielleicht einen Boxsack hat oder mit einem Stock in den Wald geht und vom Baum schlägt und seine Wut und diese Aggressionen und dieses, was einen tatsächlich da beschäftigt, raushaut sozusagen. Ne? Nur für diesen speziellen Augenblick. Ja, dann verschwindet der Raum der Angst. Der wird immer kleiner. Weil man sein Gefühl laufen lässt und diese Wut oder Verzweiflung breitet sich dann aus und
verdrängt das andere. Richtig. Für alle die, die aufgepasst haben, denken sich, ja klar, dann fällt es auch einfacher, das zu akzeptieren. Genau das ist der Punkt. Dann hat man die Möglichkeit, Situationen zu akzeptieren. Natürlich, das ist nicht einfach. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Das hat mit sehr, sehr viel Selbstdisziplin zu tun. Gerade in diesen hässlichen Momenten, sich das zu bewahren, was man hat, was man ist, die Summe seiner Erfahrung und sich das einfach klar zu machen, dass die Angst, die dort nicht hingehört, weil dort ist kein Löwe, der euch auffressen will und ihr müsst jetzt entweder verharren oder in die Flucht oder in den Kampf, das existiert zu 90% oder 95% ja gar nicht. Ja? Und deshalb müsst ihr dort Raum schaffen. Dann bröckelt die Angst. Das ist wie ein Change, wie ein Programm, was da abläuft, was man langsam nach und nach abarbeiten muss, damit der Verstand, der sich selber dorthin trainiert hat, versteht, dass es einen anderen Weg gibt. Denn in den seltensten Fällen ist es die Angst. Und die Angst beinhaltet ja dieses, oh, ich habe Angst vom Alleine sein, ich habe Angst vor diesem, ich habe Angst, dass ich mal kein Geld habe, ich habe Angst, dass mein Mann mich verliert, ich habe Angst, dass jemand stirbt und all die ganzen Sachen. Hinzu kommt noch, ihr wisst ja mittlerweile, also für die Leute, die mich öfter hören, alles ist, wie es ist. Das ist mein absoluter Leitsatz im Leben. Und es gibt Situationen, die kannst du nicht verhindern. Keine Chance. Liebe Menschen sterben, verunglücken. Schaut mal, die Natur ist ein super Beispiel dafür. Wenn es irgendwo auf dieser Welt Flutkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche nennt sich, da sterben Hunderte oder Tausende von Menschen. Die Natur nimmt keine Rücksicht. Es geschieht einfach. Und so geschieht auch der Tod oder Unglücke. Ja, in den meisten Fällen haben wir keinen Einfluss drauf. Natürlich kann man muss jetzt nicht gerade irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade das Risiko lebt, irgendwie von 500 Metern einen Turm mit irgendeinem Fallschirm springen. Man kann das Schicksal natürlich schon auch herausfordern, aber davon reden wir nicht. Wir reden ja von diesen alltäglichen Situationen. Was macht denn das Leben schwer? Und warum hader ich so? Und warum? Versteht man diese Dinge oftmals falsch? Ja, klar, weil lass los, nimm an, das funktioniert nicht. Das kann einfach nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Und wenn es irgendetwas gibt, was das löschen kann, dann ist es ein chirurgischer Eingriff am Gehirn, Demenz, Alzheimer, irgendeine Krankheit am Gehirn, die in der Lage ist, gewisse Bereiche abzuschalten, dann sind die Erinnerungen futsch. Aber unter normalen Umständen geht das nicht. Du kannst einfach nicht rausprügeln, du kannst einfach nicht reinprügeln. Ja. Natürlich, wenn jetzt jemand kommt und die prügelt auf dich ein, dann hast du eine Erfahrung gemacht und dann ist sie da. Wenn du die dann überlebst, hast du diese schmerzliche Erfahrung gemacht und die bleibt in dir gespeichert. Nimm sie doch an. Geht doch nicht. Lass sie los. Geht auch nicht. Ich will hoffen, dass ihr die Sache versteht und euch mal ein paar Gedanken dazu macht. Ja? Ich glaube fest, dass es vielen helfen kann, gerade dieses zu schauen, was ist die Angst, was ist da drunter. Und das zu bearbeiten, das ist meistens ist das Wut oder eine Traurigkeit, ja. Und die kann man gut im Boxsack, im Stock irgendwo vorschlagen. Man muss sie einfach Platz machen. Man muss dem Raum geben, damit die Angst verschwindet. Und dann wird man ruckzuck wieder merken, dass man zu sich selber findet und dann kann man auch wieder klarer denken. Und dann kann man sagen, okay, und reflektieren, jo, das hat geholfen. Jetzt hilft mir das zu akzeptieren. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht beim 10. Mal.
Aber es ist besser, als den Versuch loszulassen und irgendwo einen Brief zu schicken und zum Weihnachtsmann zu schicken. Den interessiert das am Ende nämlich auch nicht. Sprich, man ist immer für sich selber verantwortlich. Klar, wenn man gute Freunde hat und dann, sage ich mal, gute Gespräche führt, ist das natürlich sehr hilfreich. Das steht außer Frage. Ja. Ich mache ja hier auch mehr oder weniger, gibt hier ein paar Ratschläge und das Internet ist voll davon. Und jeder findet irgendwie für sich seinen Weg, was für ihn am besten funktioniert. Also, ich möchte hoffen, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, wie man mit manchen Situationen halt ganz gut umgehen kann und auch ein bisschen zum Verständnis für die ganze Situation. Und ich werde demnächst mal noch ein paar mehr Videos auf Deutsch machen. Ich hatte schon ein paar auf YouTube, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, YouTube. Ich packe die jetzt einfach auf Instagram und dann gehen die auf Facebook und schauen wir mal. Wenn es euch gefällt, freue ich mich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, denn hier geht so allmählich langsam die Sonne unter. Ciao, euer Alfredo.